Das hier ist Aaron Russo, ein Filmemacher und ehemaliger Politiker. Links von ihm ist Nicholas Rockefeller von der berüchtigten Rockefeller Banken- und Business-Dynastie. Russo beendete die enge Freundschaft mit Nicholas Rockefeller, nachdem er völlig entsetzt die Ambitionen der Rockefellers verstanden hatte. Ich bekam einen Anruf von einer Frau. Sie sagte, möchten Sie einen der Rockefellers kennenlernen? Und ich sagte, sicher, sehr gern. Und wir wurden Freunde. Er erzählte mir einige Dinge. Und eines Abends sagte er, Aaron, es wird da ein Ereignis geben. Aufgrund dessen wir in Afghanistan einziehen werden, um dort Pipelines zum Kaspischen Meer verlegen zu können. Wir gehen auch in den Irak, um uns das Öl anzueignen und eine Basis im Mittleren Osten zu errichten. Und auch nach Venezuela, um dort Chavez loszuwerden. Die ersten beiden Ziele haben sie erreicht, das dritte nicht. Er sagte, du wirst Typen sehen, die in Höhlen nach Leuten suchen werden, aber sie werden sie niemals finden. Er lachte darüber, dass es diesen Krieg gegen den Terror geben wird, gegen einen nicht existenten Feind. Dieser Krieg gegen den Terror wird ein unendlicher Krieg sein, denn er kann nicht gewonnen werden und so werden wir in der Lage sein, die Freiheiten der Leute abschaffen zu können. Ich fragte, wie könnt ihr so sicher sein, dass die Leute euch das abkaufen werden? Und er sagte, durch die Medien. Sie werden die Leute davon überzeugen, dass der Terrorismus existiert. Man wiederholt die Dinge einfach wieder und wieder und wieder und die Leute werden es am Ende glauben. Sie schufen die Federal Reserve mit Hilfe von Lügen. Sie schufen den 11. September, was eine weitere Lüge ist. Aufgrund von 9/11 wird der Krieg gegen den Terror gekämpft und man zieht außerdem in den Irak, was eine weitere Lüge ist. Und dann kommt der Iran. Und so kommt ein Ding zum anderen und so weiter. Ich fragte, warum macht ihr das? Ihr habt alles, was ihr wollt. All das Geld, die Macht. Ihr schadet den Leuten, das ist nicht gut. Und er sagte, was kümmern dich die Leute? Kümmere dich um dich und deine Familie. Und dann fragte ich, was ist das Ziel? Wozu das alles? Er sagte, das ultimative Ziel ist, jedem Menschen dieser Welt einen RFID-Chip zu verpassen. Alles Geld und sonstige Informationen werden auf diesen Chip sein und wenn sich irgendjemand gegen uns stellt oder protestiert, dann schalten wir ihn einfach den Chip ab. Ganz recht, Mikrochips. Im Jahr 2005 verabschiedete der Kongress unter dem Vorwand der Einwanderungskontrolle und des Kriegs gegen den Terror den Real ID Act, welcher besagt, dass ab Mai 2008 jeder US-Bürger einen Ausweis bei sich tragen muss, der einen Strichcode mit persönlichen Daten enthält. Wobei dieser Strichcode nur ein Zwischenschritt ist, hin zur Ausrüstung dieses Ausweises mit einem VeriChip RFID-Modul, welches durch Funkübertragung jeden eurer Schritte verfolgen kann. Wenn sich das fremdartig anhört, dann sollten wir hier festhalten, dass jeder neue amerikanische und auch deutsche Reisepass bereits so einen RFID-Chip enthält. Der letzte Schritt wird der implantierte Chip sein, welchen bereits viele Leute unter verschiedensten Vorwänden akzeptiert haben. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. Letzten Endes werden alle in einem überwachten Kontrollnetz gefangen sein, in welchem jeder Schritt dokumentiert wird. Und wenn ihr aus der Reihe tanzt, schalten sie euch einfach den Chip ab. Denn zu diesem Zeitpunkt wird kaum eine Interaktion mit der Umwelt ohne den Chip mehr möglich sein. Genau das ist das sich abzeichnende Bild der Zukunft, wenn man wirklich hinschaut. Eine zentralisierte Weltwirtschaft, in welcher jede Bewegung und jede Transaktion gespeichert und überwacht wird, wobei dem Individuum dabei alle Rechte entzogen werden. Aber das Unglaublichste an all dem? Diese totalitären Strukturen werden den Leuten nicht aufgezwungen werden. Sie werden sie verlangen. Denn die Manipulation dieser Gesellschaft durch die Erzeugung von Angst und gesellschaftlicher Spaltung hat die Menschen komplett von ihrer Kraft und der Realität abgetrennt. Ein Prozess, der seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, abläuft. Religion, Patriotismus, Rasse, Reichtum, Klasse und jede andere Form der willkürlichen separatistischen Erkennungszeichen dienten dazu, eine kontrollierte Bevölkerung zu erzeugen, die in den Händen der wenigen vollkommen verformbar ist. Teile und herrsche ist das Motto. Und solange die Leute sich weiterhin als von allem anderen getrennt betrachten, werden sie sich am Ende selbst versklaven.
Die Männer hinter den Kulissen wissen das. Und sie wissen auch, dass wenn die Leute jemals die Wahrheit, ihre Verbindung zur Natur und die Wahrheit über ihre persönliche Kraft erkennen, der gesamte betrügerische Zeitgeist, den sie predigen, wie ein Kartenhaus zusammenfällt.